Wenn Sie schon wissen, was ein kryptografischer Hash ist, dann ist es nicht so schwer, Blockchains zu verstehen. Das ist die Technik, die zum Beispiel dem Bitcoin zugrunde liegt. Dieser Clip ist eigentlich für die Leute aus dem Info 1 Modul im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, die sagen, das Kapitel Kryptographie ist erledigt, Midterm schon geschrieben, aber ich will noch ein bisschen mehr. Also eigentlich ein Teil von Informatik 1 als Bonustrack. Aber warum der Welt vorenthalten? Deswegen auch hier auf WTF im Wirtschaft und Technikfernsehen. Worum geht's? Es geht um eine kurze Vorstellung eines Anwendungsfalls für Kryptotechnik, nämlich die sogenannte Blockchain, die zum Beispiel bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin zum Einsatz kommt. Ziel, das Konzept kurz zu erläutern und auch einen Blick darauf zu werfen, was es mit dem Proof of Work auf sich hat. Zunächst eine kurze Wiederholung, vor allem für die, die das sehen und nicht in Info 1 sind, falls sie das Gefühl haben, Mann, da habe ich jetzt echt etwas verpasst. Hochschulstart.de, Hochschule Esslingen wählen, WI auswählen und schon ab der nächsten Zulassungsrunde könnten Sie diese Scharte in Ihrem Lebenslauf auswetzen. Ja, Sie sehen hier im Hintergrund schon den Fingerabdruck, das Fingerabdruckbild für als Symbolbild für den Hash. So ein Hash kann man sich vorstellen als so eine super sophisticated Quersumme, ja, die ja auch etwas aussagt. Eine Quersumme, die sagt zum Beispiel aus, ob ich eine Zahl durch 3 teilen kann. Man kann aber anhand der Quersumme nicht mehr sagen, welchen Betrag die ursprüngliche Zahl tatsächlich hatte. Das ist der Aspekt einer Einwegfunktion. Der Hash berechnet einen digitalen Fingerabdruck eines beliebig langen Texts, eigentlich einer Bytefolge, und man kann aus dem Hash nicht wieder herausfinden, wie der Text ursprünglich war. Wir probieren das hier mal aus an der Seite 11 aus der Web-App für die Info 1. Ja, Sie sehen, ich tippe hier was ein und sobald ich hier irgendwas eintippe, ändert sich, wird sofort unten dieser Hash ausgerechnet, dieser digitale Fingerabdruck. Das ist auch dann so, wenn ich nur eine kleine Änderung vornehme. Wenn ich hier zum Beispiel eintrage 424,4245 Euro, dann gibt es einen bestimmten Hash. Ja? Und Sie sehen, wenn ich nur hier zum Beispiel diese vierte Stelle hinter dem Komma ändere, ja, sehen Sie F01AD und hier bei der 6 kommt was völlig anderes raus. Das ist der Aspekt der Kollisionsfreiheit. Auch wenn der Hash viel kürzer sein kann als die ihm zugrunde liegenden Daten, man kann zum Beispiel auch einen Hash von einem 8 GB großen Spielfilm machen, ist es praktisch nicht möglich, Daten so zu manipulieren, dass sie denselben Hash ergeben. Einen Teilaspekt hiervon machen wir uns gleich zunutze. Ich verwende dafür eine großartige Blockchain-Demo-Software, die Anders Brownworth geschrieben hat. Die können Sie auch selbst benutzen unter https://andersbrownworth.com/blockchain. Dort gibt es auch ein paar Videos, die mehr erklären als ich hier. Gehen wir mal zu dem entsprechenden Tab hier rüber und wir fangen mal mit dem Hash an. Ja, das kennen wir schon. So super spektakulär ist das jetzt nicht mehr. Immer wenn ich was eintippe, dann berechnet das ganz prima den Fingerabdruck. Aber anfangen kann ich damit noch nicht so richtig viel. Wir gehen mal zu einem Tab Block hier auf dieser Webseite. Wenn ich mehrere Daten zusammenfasse, dann erhalte ich einen sogenannten Block. Welche Daten das sind, hängt vom Anwendungsfall ab. Meistens ist eine fortlaufende Blocknummer enthalten, wie hier oben. Und das Feld, das hier Daten genannt wird, enthält die eigentlichen Nutzdaten. Bei Bitcoin sind das zum Beispiel Finanztransaktionen, aber man könnte dort alles Mögliche reinschreiben, zum Beispiel wer mit was gegen Covid geimpft ist oder bei Ethereum kann man da sogar Programmschnipsel eintragen für sogenannte Smart Contracts. Wir tragen jetzt mal einen Text hier ein. Ups, sowas in der Richtung hier. Zum Beispiel, ja, jeder Studi überweist Ben einen Bitcoin und ja, da sehen wir, da unten ist eben auch ein Hash, der automatisch ausgerechnet wird.
ganz unten und der wird aus den ganzen anderen Feldern gebildet. Also der Hash, der Fingerabdruck von den anderen Feldern. In der Demo wird er immer automatisch neu berechnet, sobald sich der Inhalt der anderen Felder ändert. Und dann gibt es dann noch hier ein Feld, das wir noch nicht angeschaut haben, nämlich die Nonce, die Number Used Once. Sie ist eine an sich bedeutungslose Nummer und ist aber für den sogenannten Proof of Work nachher wichtig. Der Proof of Work ist ein Mechanismus, der erreichen soll, dass das Ändern eines Blocks ein Mindestmaß an Arbeit verursacht. Ja, Sie haben gesehen, dass der Hintergrund des Blocks rot geworden ist, als ich eine Änderung gemacht habe. Das ist so, weil er nun einen ungültigen Hash enthält. Ungültig im Sinne der Blockchain. Als Hash selbst ist er natürlich korrekt berechnet. Für unsere kleine Blockchain-Demo hier haben wir nämlich vereinbart, dass nur Blöcke gültig sind, die einen Hash haben, der mit 4 Nullen beginnt. Wir können ja mal gerade hier mit von Hand das ausprobieren. Mal schauen, wann ich hier die erste 0 erwische. Also eine 1, oh, da wird es nichts. Eine Number Used Once, 2, nein, wird auch nicht. 3, okay, auch nicht. 4, oh, leider auch nicht. 5, auch nicht. 6, auch nicht. 7, 8, ah, da war was. Ja? Also bei der 8 kriege ich meine erste 0, aber nur eine. Ich will aber ja 4 Stück haben. Ja, mit Tippen komme ich hier nicht weiter. Wenn man den Mein-Knopf drückt, also schürfen, dann macht das der Browser für uns. Mache ich mal hier unten Klick und was sehen wir? Naja, er rechnet und rechnet. Immerhin muss der Computer jetzt 31.667 Versuche machen, bis tatsächlich jetzt ein Hash beginnt mit 4 Nullen und damit also für unseren Zweck hier jetzt so gültig wird. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal das da hinten weglasse, den Smiley, ja, dann komme ich sogar auf eine noch etwas größere Zahl und das kann auch sogar noch deutlich mehr werden. Ja. Und wir wollen aktuell ja eigentlich nur einen Hash mit 4 Nullen. Hier ist jetzt zufällig einer mit einer zusätzlichen fünften Null entstanden. Das ist also der Proof of Work, eine eigentlich unnötige Fleißaufgabe für Computer. Schauen wir uns mal an, wie der letzte Block der Bitcoin-Blockchain aussieht. Und dazu gehen wir zum Beispiel zum Bitcoin Explorer, hier blockchain.com, und gucken uns mal an, hier weiter unten finde ich die Latest Blocks. Hier zum Beispiel, vor 4 Minuten ist einer gebaut worden. Ich klicke den mal an und jetzt sehen wir hier ein paar ganz interessante Informationen. Ja, also zum Beispiel sehen wir hier, dass der Block von Poolin geschürft worden ist, dass die Belohnung dafür eine ganze Menge Bitcoins betragen hat, nämlich hier unten sehen Sie das, 6,25 Bitcoin sind dafür ausgeschüttet worden. Das ist insofern sehr interessant, als der Bitcoin zum heutigen Tag ja irgendwo bei $35.000 liegt. Das ist also eine ganz ordentliche Belohnung. Zusätzlich gibt es noch ein bisschen für die Portokasse einen halben Bitcoin, guten halben Bitcoin obendrauf als Belohnung, als Bearbeitungsgebühr sozusagen. Ja, aber was wir vor allem auch da sehen, ist das hier. Das hier sind 19 Nullen, also nicht die 4, die wir hier gerade eben gesehen haben, sondern 19 Stück. Und das erhöht natürlich die Rechenzeit ganz, ganz, ganz enorm, wenn wir statt 4 Nullen jetzt 19 Nullen rausfinden müssen. Wenn die Hardware besser wird oder der Bitcoin teurer, sodass der Anreiz für das Mining größer ist, dann müssen eben mehr Nullen her. Das System ist so ausgelegt, dass der schnellste Miner rund 10 Minuten braucht, um einen Block zu minen, zu schürfen. Das ist übrigens der Grund, warum der Bitcoin als Zahlungsmittel an der Supermarktkasse eigentlich nicht so super ist. Transaktionen dauern eben bis zu 10 Minuten. Aber gehen wir zurück zur Blockchain. Wieder hier bei Anders Brownworth. Wir haben ja bisher nur über Blocks gesprochen. Jetzt kommt die Blockchain. Sie ist eine Verkettung von Blöcken über einen eigentlich echt einfachen und genialen Kniff. Jeder Block in der Blockchain hat jetzt ein zusätzliches Feld. Er wird nämlich erweitert um den Hash des Vorgängers. Sie sehen das hier. Hier steht die 000
blablabla, 1578, ja, und hier steht die auch, hier unten. Die hier, der Hash von diesem Block, den finden wir dann wieder hier als Vorgänger und der geht quasi als Daten, die gehasht werden, von denen der Fingerabdruck gebildet wird, in diesen Block hier ein und damit eben auch in dessen Hash. Und so geht das immer weiter. Ja? Dieser Hash wird wiederum Bestandteil von diesem Block und so geht das hier stromabwärts. Ja? AE8BB finden wir jetzt wieder hier und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Wir haben hier nur 5 Blöcke, das kann ja ruhig mal reichen hier. Ja, der Effekt dieser Verkettung ist, dass die Manipulation eines Blocks nicht nur den Hash des Blocks selbst kaputt macht, sondern gleich die ganze Kette stromabwärts. Wir gehen mal hier zum Block 2. Wir haben jetzt hier eine leere Blockchain, aber Sie können sich ja natürlich leicht vorstellen, dass da irgendwie interessante Finanztransaktionsdaten drin stehen, mit wer wem hier was überträgt. Und wenn ich hier jetzt etwas eingebe, hallo, dann ändert sich der Hash, nicht der Vorgänger-Hash, der ist gleich geblieben, sondern der Hash meines Blocks hier. Er fängt nicht mal mit 4 Nullen an und ist daher ungültig. Und durch die Verkettung der Blöcke über den jeweiligen Vorgänger-Hash sind alle Blöcke stromabwärts ebenfalls ungültig geworden. Ich kann das natürlich wieder meinen, das mache ich jetzt hier auch, ja, aber wenn ich den veränderten Block jetzt meine, dann repariert das nur diesen Block selbst und nicht die folgenden, die ich nun auch wieder meinen muss. Also den hier noch, ja, ist repariert und dann den hier und schließlich den hier auch noch. Tja, aber in der Wirklichkeit waren es ja eben nicht 4 Nullen, die ich brauche, sondern es waren viel, viel mehr. Ja? Schon einen Block zu meinen, war ja sau viel Arbeit. Sie wissen, das sind also 10 Minuten, die der Schnellste dafür braucht. Und jetzt die ganze Chain ab diesem Block nochmal neu zu minen, ist natürlich dann sau viel Arbeit. Zu viel. Dazu kommt, dass es nicht nur eine Kopie der Blockchain gibt, sondern sie ist ein Peer-to-Peer-Network oder Peer-to-Peer-Netzwerk, ein Netzwerk von Gleichberechtigten. Jeder kann sich eine Kopie ziehen und unter den Minern muss ein Konsens bestehen, dass das Mining richtig gemacht worden ist. Das ist also dann die verteilte Blockchain. Sie sehen hier Peer A, B und C. Ja? Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und meinen zweiten Block manipuliere als einer von den Minern und sagen wir mal, ich habe ganz viel Rechenpower und kann mir das leisten, diese Chain hier neu zu minen. So, lauf hier runter und mache auch den letzten Block noch. Dann sehen Sie, ich habe jetzt hier meine Blockchain zwar repariert, aber mein Hash an dieser Stelle ist 5 Nullen, B, 1, 4 und so weiter. Und ich habe aber noch zwei Partner, die sagen, nee, nee, also das muss eigentlich 4 Nullen, E, 4, B sein, sagt der eine. Und der andere, der sagt das auch. Und deswegen reicht das eben nicht, dass ich dieses neue Mining der Blockchain durchführe, denn ich werde nachher überstimmt werden und meine Blockchain ist natürlich damit auch ungültig. In den weiteren Tabs, auf die ich hier jetzt nicht eingehe, können Sie die grobe Struktur der Finanztransaktionsdaten sehen in den einzelnen Bitcoin-Blöcken und es wird gezeigt, wie sogenannte Coinbase-Transaktionen neue Bitcoins erzeugen oder die darin entstehen. Sie haben schon zwei Nachteile der Blockchain gesehen, insbesondere der Bitcoin-Blockchain. Es gibt natürlich auch Vorteile. Der wesentliche Vorteil, der liegt darin, dass hier in der digitalen Welt etwas wirklich ganz Besonderes entsteht. Die Blockchain ist wie ein Buch im Sinne zum Beispiel eines Grundbuchs bei einem Amtsgericht, in dem aufgeschrieben wird, wem welche Immobilie gehört. Von diesem elektronischen Buch kann sich jeder, der will, eine Kopie anfertigen und natürlich auch reinschauen. Jeder, der will, übrigens und Platz hat, denn die Bitcoin-Blockchain ist aktuell rund 350 Gigabyte groß. Aber keiner kann alleine neue Eintragungen vornehmen oder bestehende verändern. Das geht nur im Konsens mit den Peers, was eine Manipulation der Inhalte effektiv ausschließt. Der Aufwand für die Manipulation ist einfach zu groß. Denn
Ich habe ja den Proof of Work. Hier liegt aber auch ein wesentlicher Schwachpunkt der Blockchain. Die wichtigsten Blockchains aktuell, die verwenden diesen Proof of Work. Und der macht Transaktionen nicht nur künstlich langsam, er führt auch zu einem regelrechten Wettrüsten der Rechenpower. Rechenpower zum Lösen eigentlich unnötiger Fleißaufgaben durch Computer. So viel für heute zur Bitcoin- und Blockchain-Technik. Wir werden uns das Ganze bald auch noch aus dem Blickwinkel der Volkswirtschaft und der Nachhaltigkeit ansehen. Also bleiben Sie dran bei WTF.